über eine andere Tür in dieses Projekt hinein, dem ich in eine Geschichte erzähle, was vor 2 Wochen war. Da standen Katharina und ich im Halbschatten eines Gehöftes auf Kreta. Ja, wer jetzt irgendwas denkt, was in die falsche Richtung zieht, muss ich da den Folgesatz anhängen. Wir hörten einem Bauern zu, der Olivenöl macht, was nicht wirklich ungewöhnlich ist. In Griechenland und auf Kreta erst rechtlich, da gibt es Millionen von. Er macht aber was Besonderes. Er hat das Normale, das Alte, das Entschleunigte wiederentdeckt. Er malt seine Oliven in einem speziellen Tempo mit Steinmühlrädern. Hat das voll mechanisiert, dafür gibt es eine Maschine, das ist eben ein Prototyp. Und das Ganze mit so einer Hingabe, Inbrunst und einer tiefen Verwurzelung der Familientradition, dass man schon fast sagen kann, das ist artifiziell. Das ist ein Global Player. Der sprach in Englisch, das kam aus New York, habe ich das Gefühl. Und dann verkaufte er seine Kunst, sein Produkt inzwischen auch. Er schilderte von einem Prozess 1,5 Stunden lang. Wir wollten beide kosten, aber es kam erst viel zu spät dazu. Er schilderte einen Prozess, der 10 Jahre dauerte und der ihm, und das hat man gut merken können, unendlich viel Freude machte. Auch davon zu erzählen, macht ihm unendlich viel Freude. Und jetzt komme ich zur Entwicklung ländlicher Räume. Wenn wir unseren Menschen in den ländlichen Räumen Mecklenburgs das nahelegen können, über das normale, banale, vielleicht vergangene, nicht mehr Selbstverständnisse, mit dieser Inbrunst und Freude zu berichten, das wieder zu entdecken, was künstlerisch, kulturell, kunsthandwerklich und viele andere Aspekte mehr in ihnen schlummert und wirklich wachgeküsst, herausanimiert werden muss, dann haben wir ein Wirtschaftspotenzial in diesem Lande, was man mit Fläche, das sehen Sie hinter sich da an der schönen bunten Wand, mit Fläche nicht erreichen kann. Die Wirtschaftsentwicklung, wenn wir Vorpommern sie verfolgen, die Medien findet auf dem Acker statt, die Konkurrenz um die Fläche wird immer größer, da kloppt sich die Energie mit den Ökos, mit den Landwirten, mit den Touristen und mit denen, die da auch noch wohnen, aber alle nichts mehr davon haben, weil die Hand auf die Fläche, das sind ganz wenige und mitunter wohnen die ja auch hier gar nicht mehr. Das Kapital oder die Ressource Mensch, das kommt überhaupt nicht in den Fokus der Politik, welch Dilemma. Und insofern muss ich euch beglückwünschen, dass es euch wirklich mal gelungen ist, ein auf den Mensch fokussiertes Projekt Kultur und Kunst als Wirtschaftspotenzial zur Entwicklung ländlicher Räume zu akquirieren. Bis jetzt haben wir unser Geld in der Politik in Straßen gesteckt, die Dörfer führen, die gar nicht mehr bei uns sind. Welch Unsinn. Ich hoffe sehr, dass das Projekt, was jetzt hier beginnt, was die Profis und die Amateure vernetzen und verbinden soll, auch in der Lage sein wird, ein Stück weit Kunst und Kultur im Dorf, in den Herzen derer zu bewegen und anzuschieben, die heute noch gar nichts davon wissen, dass sie eines Tages teilnehmen werden. Da sind ganz viele draußen, die wachgeküsst werden wollen. Ich weiß um die Bedeutung von Kunst und Kultur in der Dorfentwicklung. Da haben Menschen endlich mal einen freudigen Anlass zusammenzutreten und sich zusammenzusetzen und etwas miteinander zu tun. Da ist Kunst und Kultur etwas generationenübergreifendes, was scheinbar in unserer Gesellschaft heute gar nicht angelegen will. Und da ist Kunst und Kultur etwas, mit dem man sich stolz auch nach außen präsentieren kann. Insofern freue ich mich auf die Begleitung des Projektes als außenstehender Beobachter, der mit der Entwicklung ländlicher Räume befasst ist. Freue mich auf euch beide als Animateure dieses Geschehens, ja, und freue mich darauf, dann in ein paar Jahren Fallbeispiele auf einer internationalen Studiengangsplattform einstellen zu können, die von Kunst in Mecklenburg zeugt.